In einem packenden Match zwischen den Herren des SK Amstetten und dem GAK in der zweiten Bundesliga starteten die Hausherren im Umda-Stadion souverän und führten zur Halbzeit mit 2:0 Toren. In der zweiten Hälfte drehte sich das Match und der GAK glich aus zum verdienten Endstand von 2:0 unentschieden. Die Amstettener Basketballherren Falcons sind am Nationalfeiertag durch einen knappen Auswärtssieg in die zweite Runde des niederösterreichischen Cups eingezogen. Erstrundengegner der Falcons waren die aus Baden stammenden Vienna South Burex. Die Amstettener sicherten sich nach langem Rückstand in einer packenden Kehrtwende den Sieg zum 92:95. In der Bundesliga spielten die Damen aus Purgstall auswärts gegen Salzburg. Gegen die erfahrenen Salzburgerinnen hatten die Mostviertlerinnen zwar keine Chance, konnten ihnen aber immerhin den ersten Satz abbringen. Endstand 3:1.